Hallo liebe Straßenbahnfreunde, hier ist der Kühne wieder. Ich will euch was erzählen. Und zwar von der Omnibus-Zeit. Ich bin ja später dann zu den Omnibus rübergekommen. Und zwar, mancher Fahrer von den Omnibusse hat manchen Omnibus nicht mehr. Warum? Ich weiß es nicht. Und das war an dem Tag auch wieder so. Der Fahrer, der wo den Bus nicht mehr hat, der ist gekommen, hat am Fahrplan geschaut. Och, jetzt kriege ich ausgerechnet den Bus. Nein, da lassen wir den ganzen Tag nicht verderben, hat er gesagt. Und nimm den nächsten Bus, den anderen. In der Landshuterstraße sehe ich den Bus, den verkehrt, wo er genommen hat. Der hat ein wenig komisch ausgeschaut, aber ich bin gleich gar nicht draufgekommen, was denn liegt. Dann von der Fahrdienstleitung kommt er, sagen wir mal, der hat Herr Meier geheißen. Herr Meier, haben Sie einen Bus kontrolliert? Ja, selbstverständlich, das mache ich ja immer. Haben Sie ihn wirklich kontrolliert? Ja, natürlich. Dann steigen Sie mal aus und schauen Sie den Bus hinten an. Glaubt's mir's? Dem Fahrer ist das Herz in die Hosentaschen gefallen. Hinten war der Bus mit Papier verkleidet, hergerichtet für die Teillackierung und ausgerechnet den hat er genommen. Dann, die letzten Jahre bin ich ja Kontrolleur geworden. Jetzt, wenn wir die Linie 6 oder 11 gehabt haben, da ist mir aber so komisch vorgekommen, die Studenten, die haben uns so komisch angeschaut, wie wenn wir nichts warten, wie wenn wir die Letzten waren. Dann habe ich zu meinen Leuten gesagt, das müssen wir ändern, dass die Studenten wieder auf uns aufschauen, damit wir wieder gewinnen. Dann haben wir einen dabei gehabt, einen Kontrolleur, der hat Lateinisch können. Dann hat er uns derjenige Lateinisch ein paar Wörter vorgelernt. Wir haben zwar nicht gewusst, was das Leute bedeutet, aber wir haben trotzdem das nachgesagt. Und wir gehen in den Bus ein und da kontrollieren diese Studenten und haben uns im Bus nur Lateinisch unterhalten. Die Studenten haben aufgeschaut, ja, so gescheite Kontrolleur, das kostet doch gar nicht geben. Ja, so haben wir die ausgetrickst, ne? Errare humanum est war dann. Also, pfiat euch gut.